melde es mal kurz an. 402, Fähre-Aalau. Fähre-Aalau, Kikanal 2, moin. Jo, moin. Wenn der Delphis Gdańsk durch ist, dann möchten wir eine mal gerne von Hochdorn zu Weichenbügers Fisch fahren. Wunderbar, schönes Gerät. Bringt Spaß, wirklich. Da passiert was, reagiert sofort und eine saubere Sache. Das ist der Motor, alles das, was grün ist, das ist ein Volvo Penta. Der hat eine Leistung von 290 Kilowatt, das ist enorm viel, die wir auch brauchen. Und dieser Motor treibt das, was Sie hier sehen im Blau, das ist der Generator. Den treibt er an. Von da aus geht das in die Schaltzentrale und danach werden die Akkus geladen, die wir brauchen für den Hybridantrieb. Dafür ist dieser Dieselmotor zuständig. Hier haben wir den sogenannten Void 12E Propeller. Also Void baut eigentlich schon jahrelang unsere Propeller für die Fähren. Jetzt haben wir natürlich neue Technik, wie wir sie hier sehen, mit Überwachung und allem sowas, mit neuer Technik, mit dem E-Motor verkuppelt, sodass wir gerade jetzt mit den neuen Fähren auf den neuesten Stand der Technik kommen. Bei dieser Fähre, da muss man, da passiert sofort was. Sobald man eine Joysticks irgendwie eine Bewegung macht, dann kommt da sofort die Fähre. Und ja, das ist eben das Reizvolle hier an dieser Fähre, ne? Bei der alten Fähre, wie gesagt, ist immer so leichte Verzögerung, wenn man fährt und man hat die Fahrhebel in der Hand. Das, wie gesagt, da sind immer so leichte Verzögerungen ins Spiel. Ja, das ist unsere alte Fähre Hochdorn, Baujahr 53, hat noch die alte Steuerung im Gegensatz zu der neuen Fähre, geht noch alles über Seilzüge, ja, und dann schauen wir mal. Das ist die Achtersteuerung, das ist die Frontbugsteuerung. Hier ist die Bremse und voraus.
Und das sind unsere beiden Gashebel, rechte, linke Maschine. Und da fahren wir dann mit. Gehe mit der hinteren Steuerung auf 5, dann bleibt sie hinten mit den, an den Deiben dran. Dann brauche ich nur noch für vorne und bremsen und dann schieben wir die Fähre dann in die Anlage rein. Zweite Deiben ist auch erreicht. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen voraus, ein bisschen bremsen und dann ist die Fähre am Anleger fest. So, dann sind wir fest. Dann wäre das Gas weg.